Das Bergwerk erzählt mir sehr viel über die Erdgeschichte, quasi als großes Gemälde an der Wand. Und das ist das, was mich reizt, was mich auch an der Bäckerei reizt, dass man eben zu den Ursprüngen zurückgehen kann. Der Faktor Zeit ist sowohl in der Geologie als auch in der Bäckerei der ausschlaggebende Punkt. Ohne Zeit passiert in der Geologie überhaupt nichts. In der Bäckerei geht es in dem Sinne schneller, aber doch wieder sehr langsam, weil man Teigen sehr viel Zeit gibt, um das optimale Brot herauszubekommen. Ja, eigentlich bin ich Geologe und bin ins Erzgebirge gegangen, in den Marmorbergbau. Habe dort fast 5 Jahre als leitender Geologe gearbeitet, in 3 Bergwerken. Ich habe damals mit meiner Diplomarbeit zu tun gehabt, habe quasi nur am Rechner gesessen und brauchte dann irgendwas zum Abschalten. Habe es ausprobiert und bin dran hängen geblieben, ne? Weil man einfach das Ergebnis sieht, es verstaubt nicht, man braucht es nicht ins Regal stellen, man kann es aufessen. In der Geologie können Gesteine aufreißen, Magma kann Krusten auseinanderziehen, auseinanderspalten. Und genauso in der Bäckerei, wenn ein Brot richtig rustikal aussehen soll, dann wirken da ähnliche Kräfte. Und das ist für mich als Geologe auch immer ganz spannend, diese Brotstrukturen runterzubrechen auf geologische Phänomene, um das zum Beispiel Kindern zu erklären. Ja, mein Blog war eigentlich eine Rezeptsammlung für mich selbst und vielleicht für ein paar Freunde. Und je mehr Leser das nachgebacken haben, umso mehr Feedback gab es, umso mehr war ich wieder angespornt, bestimmte neue Sachen auszuprobieren. Und diese Detektivarbeit am Brot habe ich auch als Geologe gemacht und mache ich auch immer noch. Also ich kann immer zusammen kombinieren, wie die Landschaft oder das Brot entstanden ist.